Guten Morgen Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute werde ich mal über meinen Schatten springen und ein paar technische Trails fahren, also zumindest einen. Und zwar haben wir uns vorgenommen, den Leiterberg Trail uns mal anzuschauen. Und ihr wisst ja alle, so super technischer Kram und so, das ist überhaupt nicht mein Ding. Single, naturbelassen, ich fahre einfach wirklich lieber Park, so, ne? Also ist ja so ein offenes Geheimnis. Und ich habe aber heute irgendwie Bock, mal was Neues auszuprobieren. Und deswegen stellen wir uns heute dem Leiterberg Trail. Aber wir sind jetzt schon ein paar Tage ja unterwegs, wie ihr wisst. Und ich merke immer, wenn ich so im Urlaub bin, dass ich so langsam, aber sicher irgendwie ein bisschen einroste. Und deswegen machen wir jetzt so ein kleines Mobility-Ding. Ich habe hier so eine Decke mit und die schmeißen wir jetzt auf die Wiese. Und dann machen wir eine kleine Session Stretching Mobility. Wir sind bereit langsam. Bist du auch bereit? Ich bin sowas von bereit. Sowas von bereit, Leute. Jetzt geht's los. Wir starten Richtung Gigiochbahn. Mit der fährt man nämlich hoch. Und dann fährt man ein Stückchen Habelein. Und dann muss man irgendwie den Leiterberg Trail finden. Schauen wir mal. Was wird? Was wird? Bevor es weitergeht, es hat natürlich nicht jeder so einen großen Van und so viel Stauraum. So wie wir zum Beispiel mit unserem Ford Transit Custom. Wir haben nicht so viel Stauraum wie in unserem Dometic Van vom Trip. Und deswegen sind wir sehr happy, den Partner des heutigen Videos vorstellen zu dürfen, und zwar Felleisen. Felleisen produziert Fenstertaschen und auch noch vieles, vieles mehr. Aber heute geht es um die Fenstertaschen. Die gibt es für verschiedenste Automodelle. Könnt ihr auf der Webseite auf jeden Fall mal abchecken und sind super, super einfach zu montieren. Ihr braucht einzig und allein einen Imbusschlüssel. Hinter dem Ganzen ist noch eine Thermomatte, sodass es auch isoliert ist. Das heißt, zwei Fenster haben wir jetzt in unserem Fall schon mal abgedeckt. Wir haben auf beiden Seiten die Fenstertaschen montiert. Die könnt ihr ganz easy einfach öffnen. Die haben hier einen Reißverschluss oben und unten. Könnt ihr Sachen reintun, ein paar Sachen sind jetzt hier noch drin. Außerdem kann man die super schnell auch abnehmen, das zeige ich euch einmal kurz. Und zwar gibt es hier diese Gummischlaufen, die zieht man einfach nach vorne, vier Stück an der Zahl. Und dann hat man die Tasche in der Hand. Mitgeliefert werden auch noch so wie so Rucksackbänder sozusagen. Die sind dann hier hinten eingeklemmt und dann kann man, weil man ja wahrscheinlich, wenn man Platz sparen will, nicht einen zusätzlichen Rucksack mitnimmt, kann man das sogar als Tasche mitnehmen oder halt hier an dem Henkel transportieren. Finde ich super praktisch. Da haben die Jungs von Felleisen auf jeden Fall mitgedacht. Und wenn ihr die Taschen mal abchecken wollt, wie gesagt, die gibt es für verschiedene Automodelle. Checkt den ersten Link in der Videobeschreibung. Dort geht es zu Felleisen. Vielen Dank für die Partnerschaft, Sponsoren dieses Videos. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß im weiteren Verlauf im Sölden. Viel Spaß euch. Euch auch. Ciao, macht's gut. Ciao, ciao. Also man fährt Transferstück Habelein bis zum Sonnenblick Restaurant. Dann noch ein Stückchen Transfer und dann sollte das passen. Sonnenblick, dann ein Stückchen weiter runter. Ich nehme euch jetzt mal mit den Weg, falls ihr das auch fahren wollt, dass ihr das findet. Hier runter. Ausgangspunkt Freizeitarena. Hier ist die Kirche. So, dann kommen hier. Ah, guck mal, hier ist nochmal eine Karte. Ah, das ist nur Ski. Standort da. Ja, ist richtig noch. In der ersten scharfen Rechtskurve, da unten ist ein Schild. Ja, nach da. Also hier kommt jetzt, ab hier kommt das erste Schild. Dann geht es da runter. Da ist der Eingang.
geht's hier rein und dann geht's los. Okay. Los geht's. Wie vielleicht einige von euch wissen, sind technische Single Trails eigentlich so überhaupt nicht mein Ding. Und Enduro Trails mit Tretpassagen eigentlich ja auch nicht. Allerdings hat sich das nach dem Leiterberg Trail auf jeden Fall geändert. In diesem Urlaub habe ich auf jeden Fall meine Liebe für Enduro und für Single Trails entdeckt und ich bin gespannt, wo mich das Ganze in Zukunft noch hinführen wird. Kein Trail zum Ballern. Auch wegen der Kurve da unten. Ja. Es gibt ein paar Punkte, die dazu beigetragen haben, meiner Meinung nach, dass sich meine Wahrnehmung, was technische Single Trails anbelangt, verändert hat. Und diese paar Faktoren möchte ich euch jetzt auf der folgenden Abfahrt so ein bisschen näher bringen und erklären. Nebenbei könnt ihr natürlich trotzdem den Trail genießen und die Aussicht. Ich kann mich richtig aufs Fahren konzentrieren, ey, weil mein scheiß Gabel knackt. Jetzt fahren wir einfach durch den Fluss. Okay. Das ist übrigens, glaube ich, auch ein Scherztrail, weil ich von so vielen Leuten gesehen habe, dass immer Wanderer hier drauf laufen. Deswegen einfach mal ein bisschen chillig machen. Ich glaube eh, dass das jetzt kein so ein Trail ist, wo man jetzt so viel ballert. Vor allem, weil man ja auch alles auf Sicht fährt. Ja, hier sind Bänke, deswegen denke ich schon, dass das ein... Wo die nicht ist? Da. Also erwartet keine krasse Baller-Action hier jetzt heute. Sondern... eher ein gechilltes Angucken. So ein Video für die Leute, die sich angucken wollen, ob der Trail was für sie ist. Wanderer rechts, wir links. Punkt Nummer 1 ist meiner Meinung nach, dass man, wenn man gerade als Anfänger startet mit dem Mountainbiken, dass man noch nicht so eine gute Bike-Kontrolle hat. Und dazu gehört zum Beispiel so etwas wie ein Trackstand und kontrolliertes Bremsen. Wenn man beide Sachen kombiniert, dann schafft man es, Trails ganz entspannt und ruhig zu fahren, wie ich es jetzt hier tue. Und so hat man keinen Stress, auch wenn es die allererste Abfahrt ist, da man die Sektion sehr kontrolliert und entspannt fahren kann. Das heißt, man könnte natürlich diesen Trail auch noch wesentlich schneller fahren und einige Passagen werden dann sogar leichter, wenn man sie schneller fährt. Allerdings ist es so, wenn du die Sektion noch langsam fahren kannst, hast du einfach weniger Druck, weniger Stress und du kannst auch in schwerem Gelände ganz entspannt dir die Dinge anschauen. Alles gut? Okay. Steinchen. Schön ist der Trail alle Male. So. Gefällt mir auf jeden Fall. Ach, ich habe hier Angst zu überpacen, weil ich ja gar nicht weiß, was hier die Sache ist. Gut ruppig hier.
kann man alles rollen. Tatsächlich schön. Eigentlich cool. So, wo geht's jetzt weiter? Also wenn ihr bei Marias Alm kommt, rauskommt, dann Leiterberg Trail rechts runter. Also dann rollt ihr hier runter. Ich glaube, jetzt geht's auch los, dass es technischer wird. Das heißt, vielleicht gucken wir uns die eine oder andere Stelle auch an. Abgesehen von den technischen Skills, was die Fahrtechnik anbelangt, ist auf jeden Fall auch noch ein großer Faktor, dass ich auf den neuesten Bikes, die ich jetzt habe, nun mal nicht mehr eine SRAM Code R fahre, die so ein bisschen schwammig ist. Die fahre ich gerne im Bikepark und auf Jumplines. Allerdings auf technischem Gelände taugt mir tatsächlich so eine brachialere Bremse wie die MT5 oder die MT7 wesentlich besser und gibt mir einiges mehr an Sicherheit, was mir dann wieder zugute kommt. Hab ich jetzt nicht erwartet. Ich habe ja gesagt, es geht direkt so technisch los. So, damit es keine böse Überraschung gibt, wie gerade eben, gehen wir kurz gucken. Wurzel des Zorns hier. Ah, okay. Ja, du musst halt gut in die Kurve kommen, also hier außen bleiben, dann da rein und dann so runter. Und dann kommen ein paar Stufen wieder und dann sind wir wieder am Weg. Nee. Wow. Ich bin noch auf dem Bike. Die Kurve hätte ich mir auch noch angucken müssen. Scheiße. Die andere bin ich locker gefahren sogar. Stein war so doof. Und dann bin ich genau gegen dieses Holz gefahren. Ich bin doof, dass man hier gegen einen Berg anfahren muss. Aber egal. Weiter. Michi meistert diese technischen Sachen wirklich, wirklich richtig gut. Ey. Okay. Muss Pause machen. So, jetzt gucken wir uns das nächste Stückchen hier an. Ah! Ja, ein bisschen vom Weg abgekommen. So Leute, wir fahren weiter. Wir haben gerade so eine Frau getroffen, die guidet hier. Die sagte gerade, es ist alles viel schwerer geworden, weil nach dem Opening alles so krass ausgefahren ist. Ich weiß jetzt gar nicht, ob hier noch jetzt krasse Schlüsselstellen kommen. Wo geht's jetzt lang? Ah, okay. Thank you.
Alles gut? Okay. Ein bisschen Abstand. Herzlich willkommen zum Thema, wie vermeide ich, das Hinterrad versetzen zu müssen. Easy. Innen. Sind die drüber? Ich hab's nicht gesehen. Passage. Ja, wir mussten jetzt richtig lange Pause machen, weil so eine Guiding-Tour hier ist und die wollten wir einfach in Ruhe machen lassen. Passagen. Boah. Boah. Damit habe ich nicht gerechnet hier. Technischer Abhill. Scheiße. Hatte ich jetzt viel zu wenig Speed für. Sind wir hier? Nein, ist nicht easy. Was gab's denn da für Lines? Ich glaube, wir sind die schwere Line gefahren. Nacken vorne macht mich kürre. Was ist das denn für ein Stück? Unglaublich. Klettern, ey. Ich erinnere mich an dieses Stück, dass der Ben sich hier so aufgeregt hat. Ja, mach easy. Da kommt Uphill jetzt, ne? Nochmal.
der Arme aus der Guiding Tour mit dem Downhill. Jetzt fest nochmal Körner hier. Wie komisch, Leute. Das ist der längste. Oh, wo geht's jetzt hier lang? Kannst da fahren, kannst aber auch oben fahren. Gang. Nicht hier ist da hin. Also, was ich eben sagen wollte, komisch, dass der längste Streckenabschnitt hier bergauf hat. Ach du Scheiße. Puh. Ach du Scheiße. Puh. Yes! Voll die Challenge, ey. Alles okay? Oh Gott, ey. Jawohl, stark. Schön langsam und kontrolliert machen wir einfach. Vielleicht ist da ja der Ausgang schon. Frag mich, bis jemand vorbei ist. Boah, die ist eng gewesen. Bin ich hier ein bisschen. Ach, Scheiße. Ja, ich auch. Konzentration ist jetzt vorbei. Bei mir ist es schon seit einer halben Stunde vorbei. Ich halte auch gar nichts. Das Ende, wa? Was? Ende, oder? Ja, jetzt kommt der Aufstieg. Nee. Echt? Ja. Oh nein. Leider Gottes muss man uphill fahren nach dem Trail. Ja,
Ben, wenn du das Video schaust, kein Wunder, dass du das hier so toll fandst, weil wenn du schon fertig und am Arsch bist, hast du ja dein Bullet mit Motor. Wobei ich muss sagen, kraftmäßig ging jetzt echt gut klar noch. Hätte ich schlimmer eingeschätzt. Naja, wir pedalieren mal, gucken, ob wir rauskommen. Na, ihr habt jetzt den blauen, dann geht's runter ins Tal. Ich denke, Lettenlein. Ich denke, den werden wir zwar nehmen. So. Guten Abend, ihr Lieben. Wir sind gerade beim Abendessen und ja, geben euch mal kurz Feedback zum Leiterberg-Trail. Also ich würde sagen, ich bin jetzt ab sofort der Enduro-Dyer wieder, weil mir hat das wirklich richtig, richtig Spaß gemacht, dieser Trail. Es war irgendwie, ich weiß nicht, hat einfach mega Spaß gemacht. Ich fand es so ein bisschen wie so ein kleines Abenteuer und das fand ich wirklich cool. Also für mich auf jeden Fall eins der Highlights schon mal auf dieser Reise und besonders auch eins der Highlights hier in Sölden. Ihr wundert euch vielleicht, wir sind hier umgezogen, weil wir haben einen Tag jetzt hier in Sölden verlängert und mussten deswegen, weil der andere Platz gebucht war, jetzt ein klein bisschen umziehen. Der ist nicht ganz so schön, aber die Toiletten sind näher. Wie war für dich der Leiterberg Trail? Man muss noch ein bisschen kauen. Weil mit vollem Mund spricht man ja nicht. Ja. Hm. Bei uns gibt es übrigens hier Garnelen mit so ein bisschen Aioli-Dip, Brot und ganz entspannt und locker einfach hier so Tortellini Arrabbiata. Das ging sehr schnell und entspannt, weil man will natürlich jetzt nicht so viel kochen, wenn man jetzt hier kein Riesengericht hat. Aber vielleicht machen wir das auch nochmal. Ein Riesengericht. Ja, so eine Vorspeise, Hauptspeise. Mhm. Ja. Also, Leiterberg Trail? Ja, ich fand den auch richtig cool, hat Spaß gemacht. Hat aber auch einige Schlüsselstellen gehabt, die wir uns natürlich vorher angeguckt haben. Aber ich bin auch alle gefahren, glaube ich, oder? Mhm. Ich bin alle gefahren. Der Leiterberg Trail wäre aber noch cooler, wenn der letzte Part nicht wäre, weil der letzte ist sehr Enduro-lastig, das heißt, man muss auch viel bergauf treten und auch technisches bergauf fahren. Mhm. Habe ich alles gemeistert, Deutscher. Ja, der Bär kann das natürlich. Ich war schon so am Arsch, ich konnte einfach nicht mehr. Und wenn dann auch noch so Uphill dazu kommt, da habe ich richtig gemerkt, wie irgendwann die Konzentration weggegangen ist. Ja, und der kurze blaue Trail nach dem Leiterberg Trail, der lohnt sich richtig. Ja, der war richtig cool. Das ist so ein bisschen wie Urlaub, wenn man... meine Mutter ruft an. Leute, da müssen wir jetzt gleich mal dran gehen, schnell.
denn es geht ums Katzenklo. In diesem Sinne brechen wir das Ganze jetzt hier ab. So, Pause vorbei. Katzen geht's gut. Katzenklo wird funktionieren. Ja, ich wollte eigentlich nur sagen, Leute, ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen wollte, um ehrlich zu sein. Aber lasst ein Abo da. Kommentiert, wie euch Sölden gefällt. Ob ihr auch so Fan seid vom Leiterberg-Trail wie ich jetzt. Ich würde den gerne nochmal fahren. Vielleicht machen wir es morgen nochmal. Und dann mal schauen, wo es weiter hingeht. Morgen müssen wir uns nämlich entscheiden, wohin die Reise gehen wird. Ich habe noch keine Ahnung. Ich auch nicht. Aber wir wollen nicht von hier aus 5 Stunden zum Farkassee fahren. Das steht fest. Das heißt, wir fahren in die Richtung. So, wir essen gemütlich zu Ende. Bis zum nächsten Video.